Give me that, Pro 5. Hier ist wieder Corentos und ich sage Welcome back to Ghost of a Tale. So. Warte mal. Ja, alles gut, alles gut. Alles läuft, alles gut. In der letzten Folge haben wir mit Kerold gesprochen und haben uns jetzt als... Wir brauchen seine Karten, und um nach Periclave zu gelangen, über die tückischen Strömungen des Veliasees. Und deshalb haben wir uns jetzt als Captain Pulverfass verkleidet, um ihm seine Geheimnisse zu entlocken. Kerold. Kapitän! Träum ich? Bist du's wirklich? Natürlich bin ich es, du glubschäugiger Wurm. Oh, Kapitän, du bist noch ganz der Alte. Aber irgendetwas ist anders. Du bist irgendwie geschrumpft. Weil du sitzt, du Narr. Ei, wohl wahr. Ich habe sowieso immer in deinem Schatten gestanden, oder? Hilf mir auf die Sprünge. Welches Lied hast du noch immer gesungen? Irgendwas mit mehr jungen Mäusen? Hier bin ich tatsächlich auch von alleine, also direkt als erstes drauf gekommen, weil der Himmel im Humpen klingt einfach nach Piratenlied, und das habe ich dann gesungen. Und das ist natürlich auch das Lied, was er hören will. Die Wellen tosen, das Schiff liegt im Nass. Nun ist es klar, wir werden ertrinken. Für Piraten ist die See ein gar köstliches Fass. Doch hoch die Humpen, hoch die Humpen, während wir sinken. Mit Donnerkrabben gehen wir zechen, Klauen des Seekönigs Perlenmost. Meerjungmäuse, Fuse in Bächen. Wir liegen am Grunde, na, dann Prost. Ei, das ist der richtige Stoff. Schieß los, Kapitän, was brauchst du? Du musst es nur sagen, dann gehört es dir. Ich bin gerade knapp bei Kasse, hast du ein paar Münzen für mich? Das versteht sich doch von selbst, reichen 5 Florin? 5 sollten reichen. Hier. Der Frosch spuckt 5 Florin aus. Die sind für dich. Und, gibt's noch was? Erzähl mir von Leben auf der weiten See. Na schön, lass mich überlegen. Also, das ist passiert lange bevor sich unsere Kiele kreuzten, lange bevor du meinen Schenkel verputzt hast. Als ich Bootsmann an Bord der Volute in Potsgarn mein Heimathafen war. An einem kalten Morgen im Herbst, als der Nebel zum Schneiden dick war, stießen wir auf ein Geisterschiff, ein Schoner, das auf dem offenen See dahin trieb. Und auf Befehl des Kapitäns ging ich allein an Bord. Was ist dann passiert? Das Schiff war total verlassen. Keine einzige Seele an Bord, außer mir. Das Mannschaftsdeck war trocken, hat aber nach Seetang gestunken wie der Allerwerteste von einem Zackenbarsch. Und ich schwöre, dass mich jemand beobachtet hat. Aber vielleicht habe ich mir das nur eingebildet. Wer kann das schon sagen? Ich raffte jedenfalls allerlei Plunder zusammen, was man halt noch gebrauchen konnte, und machte, dass ich wieder an Deck kam. Und? Und als ich endlich wieder oben war, war mein Schiff verschwunden. Nichts mehr zu sehen. Als wär's von einer Krake verschluckt worden. Es muss unglaublich schnell gesunken sein. Mit dem Bug auf dem Felsen gelaufen und sofort leckgeschlagen. Oder vielleicht hatten die Geister auf dem Schoner ihre Hände im Spiel. Ich war der einzige Überlebende. Aber ich schwöre, noch Jahre später, wenn ich in einem Hafen unter Leuten war, haben mich die bleichen Gesichter meiner Schiffskameraden in der Menge angestarrt, mit aufgerissenen Augen. Nur für einen Moment. Und dann sind sie wieder verschwunden. Also, das ist jetzt entweder eine richtig, richtig gute Geistergeschichte, oder sie wollten Kerold loswerden, und er hat ab und zu mal einen von denen getroffen in einer Menge. Die haben ihn erkannt, haben mir die Augen total weit aufgerissen und sind schnell wieder verschwunden. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, puh, geile Geistergeschichte, irgendwie echt gruselig. Aber so jetzt beim Lesen, so beim Nachdenken, es kann echt gut sein, bei dem Humor des Spiels, es kann echt gut sein, dass die ihn einfach bloß ausgesetzt haben. Ja, möglich. Schreib mir in die Kommentare, welche Version der Geschichte dir am besten gefällt. Mir persönlich gefällt tatsächlich die Geisterversion am besten. Aber die andere Version, die Aussetzen-Version, ist natürlich irgendwie lustig. Irgendwie gemein, aber auch irgendwie lustig. Okay, wir müssen über Periclave reden.
Oh, ei. Hier schleicht ein Mäuserich herum und will seine pelzige Schnauze in die Karte von Pericles stecken. Ach wirklich? Was hast du ihm gesagt? Oder ja, den habe ich auch gesehen. Das habe ich das letzte Mal genommen. Ich nehme jetzt mal das. Ach wirklich, was hast du ihm gesagt? Kein Sterbenswörtchen! Du hast mich doch schwören lassen, dass ich diese Insel nie wieder erwähne. Oh. Er ist ein schlaues Kerlchen, kann sich aber mit mir nicht messen. Nein, absolut nicht. Ich habe nicht mal die Truhe erwähnt, die unten am Knochenstrand vergraben liegt. Dort, wo der Schatten des Krähennests zur fünften Stunde hinfällt. Und selbst wenn ich das hätte, ich habe immer noch den Schlüssel. Ah, der Schlüssel. Es ist wohl besser, wenn ich den an mich nehme, oder? Zur Sicherheit. Kannst du sie noch sehen, Captain, wenn du deine Klüsen zumachst? Ich hab gerade überlegt, was sind Klüsen, aber in meinen Augen, natürlich. Kannst du sie noch sehen, Captain, wenn du deine Klüsen zumachst? Ihre schwarzen Augen, ausgeblichen von der smaragdgrünen Sonne. Und dieses Geräusch. Oh, dieses Geräusch. Kerolds Augen füllen sich mit Tränen. Versprich mir, Captain, dass du es dieses Mal zerstören willst. Der Frosch spuckt einen silbernen Schlüssel aus, dieser baumelt an einem klebrigen Spuckefaden und senkt sich langsam in deine ausgestreckte Pfote. Pericles sollte nie gefunden werden. So, es bleibt spannend, wir haben sogar noch richtig viel Zeit in unserer Folge und ich habe gerade fast vergessen, dass ich mich hier oben nicht umziehen kann. Also dieses Häubchen hier würde ich gerne tragen und um an den ganzen Wachen vorbeizukommen, müssen wir natürlich die goldene Rüstung anziehen. Also wir könnten auch die andere Rüstung anziehen, aber das wäre dumm, weil wir dann extrem lange bräuchten, um wieder zurückzufinden. Ach ja, die ganzen Wege hier. Und gefällt dir das Spiel bis jetzt? Ich meine, ich würde gerne mal so einen kleinen Zwischenstand von dir hören. Ich finde die Geschichte, also was in diesem Spiel wirklich im Vordergrund steht, ist halt die Story, das Storytelling. Und natürlich, ich werde es nicht müde, ich habe es schon so oft gesagt, aber eine Person hat es gemacht. Mit Unterstützung von einem ganz kleinen Team, das habe ich jetzt auch noch gelesen. Und, aber die haben, also die Story, da hat einer ein bisschen mitgeholfen, bei der Musik hat einer mitgeholfen, aber so das ganze Programmieren, der ganze Aufbau, die Optik, die ganzen Figuren, die hier so zu sehen sind, das hat alles eine Person gemacht. Und da ich mich selber so ein bisschen mit Spieleprogrammierung aktuell beschäftige und auseinandersetze, er hat es, glaube ich, mit Unity gemacht, dieses Spiel. Ich beschäftige mich mit der Unreal Engine. Aber ich muss sagen, einfach Hut ab. Also da gehört wirklich viel dazu, um sowas zu leisten. So. Tilo, sieh mal einer an, wer der ist. Ich habe dir doch gesagt, dass er es schafft. Tilo, wir waren schon fast ohne dich losgegangen. Sie wollen irgendein Spitzgesicht im Hof aufknüpfen und das wird ganz sicher keiner von uns sein. Wie unser Paar immer sagte, wenn sie anfangen, Galgen zu bauen, ist es an der Zeit zu gehen. Hätte sich mal selber an seinen eigenen Rat halten sollen. Also gut, ich komme mit euch, aber es gibt da eine Sache, die ich vorher noch erledigen muss. Wenn ich das hier oben wähle, ich habe beides ausprobiert, wenn ich das hier oben wähle, ich werde nicht mit euch gehen, ich weiß, wo Mera ist, dann hauen die einfach ab und hier haben, also es kann sein, dass wir sie dadurch, ja, also, dann hauen die ab und sagen nichts weiter, die akzeptieren das dann und sind weg. Und ich nehme deshalb jetzt die untere Option. Also gut, ich komme mit euch, aber es gibt da eine Sache, die ich vorher noch erledigen muss. Gusto? Na schön. Es wird hier für uns zu brenzlig. Kennst du die alte Kapelle unten am Ufer? Treff uns dort, wenn du soweit bist. Beeil dich. Zweimal so schultern ihre Bündel und huschen davon. Und so haben wir halt die Chance, die später nochmal zu sehen. Ich weiß nicht, ob wir die Chance hätten, die später nochmal zu sehen, wenn wir das jetzt nicht so gemacht hätten. Hier liegt ein Stock, den nehmen wir jetzt endlich mal mit. Ich überlege gerade, was wir jetzt als nächstes machen müssen. Ich guck mal in unsere Missionen. Ah ja, wir müssen an den Strand. Und dort kommen wir am besten hin, indem wir... Indem wir
Über den Nordhang gehen. Ja. Das ist, denke ich, der schnellste Weg. Wir haben wirklich alles erledigt in diesem Spiel, was es aktuell zu erledigen gibt. Genau. Der schnellste Weg ist hier unten lang, da hinten durch und dann zum Nordhang, genau. Super. Ja, genau. Ich wollte wissen, wie deine Meinung zu dem Spiel ist. Das Storytelling steht im Vordergrund. Wenige Leute haben ihn unterstützt und Hut ab. Ja, da habe ich eigentlich alles erzählt. Ich musste gerade nochmal rekapitulieren, was ich eigentlich alles gesagt habe. Und wir wollen jetzt natürlich auch zum Strand mal sehen, ob wir die beiden Mäuse dort finden, jetzt direkt. Und wir nähern uns echt dem Ende des Spiels. Also, entweder überziehe ich diese Folge richtig krass, oder ich beende das Spiel in der nächsten Folge. Aber es liegt jetzt, entweder sind wir gerade im Finale, oder das Finale kommt in der nächsten Folge. Die Musik passt so gut dazu, das ist so heroisch. Ich glaube, hier ging es zum Strand, ne? Das kleine Problem, was ich hier mit dieser Rüstung habe, ist, dass unsere Ausdauer sich nur regeneriert, wenn wir auch stehen bleiben. Das mache ich jetzt einfach mal ganz kurz, weil wir, also kurz stehen bleiben, bringt uns einfach mehr. Vor allen Dingen mit dem Maß an Ausdauer, was wir haben. So kommen wir einfach schneller zu lang, wenn wir das einfach einmal so machen. So, ich will mal ganz kurz gucken, ob die beiden hier sind. Das ist doch die Kapelle, oder? Habt ihr euch hier versteckt? Nein. Okay. Oh, guck mal, noch ein Goldklumpen. Den brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr, wir haben schon unsere Krone. Aber wir nehmen einfach alles mit, was geht. Nee, die sind nicht mehr hier. Und, es ist jetzt so, dass ich nicht darauf, also ich muss, es gibt hier die Möglichkeit zu gucken, wo, ich vollende meinen Satz gleich, wenn ich dir zeigen kann, was ich sagen wollte. So. Ich gehe. Scheiße, wo war denn jetzt das nochmal? Da vorne. Da ist nämlich diese andere Kapelle. Ich freue mich, dir dieses Spiel zeigen zu können. Ich freue mich, dir jetzt gleich zeigen zu können, wie es hier abgeht. Wir sind echt kurz vorm Finale. Ich glaube, wir sind hier in unserer finalen Folge. So. Hier haben wir nämlich die Möglichkeit bis 5... Hier sind die nämlich auch nicht, die Mäuse. Hier haben wir die Möglichkeit bis 5 Uhr zu schlafen. Und dann zu gucken, wo das Krähennest seinen Schatten wirft. Was ist das nochmal? Ach, Nachricht. Entschuldige, Thilo. Hier ist es nicht sicher. Wir haben so lange gewartet, wie wir konnten. Gusto und Fatal. Ja, hätte ich nicht gedacht. Das habe ich das letzte Mal auch nicht gefunden. Ach, weißt du was? Ich schlafe jetzt einfach mal bis 5. Dann kann ich dir das zeigen. Und dann ist nämlich auch mal kurz gespeichert. Wenn uns nämlich irgendwas zustoßen sollte, dann sind wir hier einfach auf der sicheren Seite. Also, was heißt sichere Seite? Ja, dann haben wir einfach nochmal den Speicherpunkt und können von dort wieder anfangen. Und müssen nicht den ganzen Weg nochmal runterrennen. Es war für mich ein bisschen schwer herauszufinden, wo der Schatten des Krähennestes ist. Falls du dich übrigens fragst, was ein Krähennest ist, so werden diese Ausgucke oben auf dem Mast von einem Schiff genannt. Das weiß nicht jeder. Also, nur mal so. Hier in diesem Spiel ist es ja tatsächlich möglich, dass ein echtes Krähennest gemeint ist, weil wir hier ja mit anthropomorphen Tieren zu tun haben und unter anderem auch mit Elstern, die überhaupt nicht anthropomorph sind, die einfach bloß sprechen können. Und der Schatten... Ja, jetzt kann man es nicht mehr sehen, weil wahrscheinlich der Schatten schon weitergezogen ist, aber der Schatten fällt dann ungefähr hier hin. Ich musste das zweimal machen, weil mir genau das gleiche passiert ist. Ich habe bis 5 Uhr geschlafen, dann war der Schatten schon zu weit weitergewandert. Dann habe ich bis 4 geschlafen, bin nochmal hierher gerannt und dann habe ich es gesehen. So. Hier war irgendwo nicht Fusel, sondern... Wo war denn das jetzt? Das hatte ich dir auch schon mal gezeigt, dass hier... Wie heißt denn das Zeug? Genau. Brisanz liegt. Und damit hatte ich ja schon mal... Das hatte ich dir ja schon mal erzählt, dass ich da hinten... Ich zeige jetzt auf dem Bildschirm. Aber dass ich da hinten in dieser eine...
in diese eine Höhle wollte, die gar keine Höhle ist. Da sind einfach bloß so ein paar Sachen aneinandergereiht, die man nicht so gut sehen kann. Also die nicht so ganz gut miteinander abschließen. Und deshalb bin ich auf die Idee gekommen, dass das sein könnte. So, hier müsste ein guter Platz sein. Und jetzt muss ich mal unseren Stein auswählen. Hier, den Feuerstein. Damit können wir das nämlich anzünden. Und der ist nachher auch nochmal von... Ach, Quatsch. Jetzt hätte ich dich fast gespoilert. So, und damit haben wir was aufgesprengt. Und hier ist die Truhe. Wir haben noch ein bisschen Zeit in der Folge. Das ist das Semifinale. Ich werde in der nächsten Folge... Ich muss leider mit einem Cliffhanger enden. Und in der nächsten Folge werden wir dann das Finale finden. Aber jetzt erstmal das. Dafür haben wir noch die Zeit. Resia. Du steckst etwas in der Klemme, mein Herz. Warte mal. Du steckst etwas in der Klemme, mein Herz. Oh Mama, Resia. Was machst du denn hier? Oder? Oh Mama. Hast du mich erschreckt? Ja, das werde ich wählen. Wieso denn, mein Lieber? Schlechtes Gewissen. Und jetzt geh weg von der Truhe. Wieso? Die Köchin zieht unter ihrer Schürze ein Küchenmesser hervor und wischt die Klinge an ihrem Ärmel ab. Damit mein Messer schön sauber bleibt. Du trittst zur Seite und gehst ein paar Schritte zurück. Nun gut, das ist weit genug. Wie krass die einfach ist, oder? Ich muss nochmal darauf verweisen, dass Sonja gesagt hat, oh, wie lieb die ist. Und sie ist einfach der Teufel. Das hast du gut gemacht, Herzchen. Wir suchen schon seit Jahren nach dem Schatz von Kapitän Pulverfass. Wir? Du meinst du und Faustus? Faustus, der Wichtigtuer? Er kennt nicht einmal meinen Namen. Der interessiert sich doch nur für seinen Fusel. Nein, ich meine Volker, den Wärter. Er war mein Partner in diesem wunderbaren Plan. Und Volker ist derjenige, der ermordet wurde. Also für den Silas jetzt gerade einsetzt für diesen Mord. Ach, Volker, mein Lieber, du hattest die ganze Zeit recht. Wie schade, dass du nicht hier bist und es mit eigenen Augen sehen kannst. Ich vermisse ihn. Wir waren ein gutes Team. Aber das ist eine angemessene Entschädigung für das Opfer, das er gebracht hat. Hast du den Wärter getötet? Oder wieso weißt du von dem Schatz? Das frage ich jetzt erstmal. Der Frosch im Verlies. Kerold, richtig? Er redet im Schlaf. Die Wachen haben den Frosch belauscht. Und Volker hat die Wachen belauscht. Die Seehexe ist auf Periclave gestoßen. Und kam mit Schätzen beladen zurück. Man sagt, sie haben wegen dem Schatz Schiffbruch erlitten. Wieso das denn? Sie war zu schwer. Der Kiel zu tief. Den Rest kannst du dir ausmalen. Aber man hat nie auch nur die Spur eines Schatzes gefunden. Also habe ich Kerold einen Besuch abgestattet. Das hat er mir gesagt. Erzählt mir, wie reizend du bist. Ja, irgendwie komischer Satzbau, Entschuldigung. Er hat mir erzählt, wie reizend du bist. Der garstige, stinkende Schwachkopf. Er behauptete, sein Kapitän sei noch am Leben, aber seine Leiche liegt immer noch in Ketten in seiner Zelle. Hast du den Wärter getötet? Ich? Ach, Herz, natürlich nicht. Wir haben da etwas Tolles auf die Beine gestellt, ich und er. Der Esel nennt sich immer zuerst. Aber er hat sich viele Feinde gemacht. So wie er sich immer aufgeführt hat. Die Verurteilten ausgeraubt, die Katakomben geplündert. Glücksspiel. Und nebenbei hat er ständig nach dem Schatz des Kapitäns gesucht. Er war nah dran, ihn zu finden, bevor er gestorben ist. Aber natürlich nicht so nah wie du. Der Schatz ist dein, ich brauche nur die Karten. Ach, mein Lieber, was mache ich nur mit dir? Kann ich nicht einfach eine Kopie der Karte für Periclave anfertigen? Oder du kannst mich einfach gehen lassen. Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich damals genommen habe oder was ich jetzt machen möchte. Ich sage jetzt einfach mal das Obere.
Oder du kannst mich einfach gehen lassen. Na, ich sag das untere. Ja, das könnte ich. Nur, wie ich hörte, hast du dem Kommandanten meinen Namen verraten. Das war nicht sehr nett. Du hast alles ruiniert, was ich mir über die Jahre hier aufgebaut habe. Ich sollte jetzt gehen, lebewohl. Gehen? Oh, ich denke nicht, Spitzgesicht. Hey, das ist aber echt nicht angenehm, so zu reden, ja? Spitzgesicht ist echt, das geziemt sich nicht für dein Alter, meine Liebe. Sie ist irgendwie so ein bisschen wie die böse Großmutter, oder? Also die aus Rotkäppchen, der Wolf in der Großmutter, so, der zeigt sich jetzt gerade. Gut. Gehen, oh, ich denke nicht, Spitzgesicht. Die Köchin nimmt einen Smaragd aus der Schatztruhe. Falls es dir ein Trost ist, dein Tod wird deine alte Oma sehr, sehr... Sie schreit auf, ihre Augen versinken in den Höhlen, ihr Fell und Fleisch schält sich von den zerfallenden Knochen. Nur einen Augenblick später ist Oma Maresia verschwunden. Ein schreckliches Klagelied erklingt. Du hörst es kaum, aber du spürst es in den Adern. Und der Kristall beginnt mit einem fahlen, smaragdgrünen Licht zu pulsieren. Und dann... Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Die Toten erwachen zum Leben. Sie steigen auf, ein grünes Feuer brennt. Und die Toten sind natürlich nicht erbaut, hier einen Lebenden zu sehen. Und deshalb muss ich jetzt erstmal abhauen. Und ich werde hier vorne... Also dieses komische Licht saugt auch unsere ganze Ausdauer auf, deshalb muss ich jetzt hier rennen. Und leider, leider, wir haben einen Cliffhanger in dieser Folge. In der nächsten Folge geht's weiter. Ich gehe ins Pausenmenü und werde groß. Sorry für den Cliffhanger, aber sonst mache ich wieder eine Doppelfolge und das möchte ich mir diesmal ersparen. In der nächsten Folge kommt das große Finale. Ich weiß nicht, ob die 20 Minuten lang werden wird, aber wir werden mal sehen. Bestimmt. Doch, 20 Minuten müssen wir nochmal zusammenkriegen. Und wenn nicht, ist ja auch nicht so schlimm. Das nächste Mal ist Finale und ich sage jetzt einfach mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib dem Like-Button, was er verdient. Wir sehen uns in der nächsten finalen Folge von Ghost of a Tale wieder. Bis dahin, bleib so cool, wie du bist. Ich bleibe auch so cool, wie ich bin und sage bis dahin, ciao! Die Welt Profile. Hier ist wieder Plan, dass ich sage, come back to Overlord. Wie geht's, wie flauschig und fröhlich die sind, das ist ja nicht auszuhalten. Stirb. Brennt. 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 Ey, ich sagte brennt. Ha 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 ha.